Hallo meine Damen und Herren zu einem neuen Let's Play von RR Goldie 1. Das ist Part 106 des Let's Plays mit Napoli. Wir starten in die Partie gegen, wenn ich lügen müsste, würde ich sagen, das ist Palermo. Ich glaube schon. Partie spielen. Ja, es ist Palermo. Da hatte ich sogar noch recht. Ja, Napoli gegen Palermo. Oh Gott, der von denen ist aber ein bisschen klein geraten. Dann noch schön in Pink gehalten. Finde ich ja überaus sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal hier Aufstellung, wie die denn so gemacht ist. Das passt soweit. Santana, Papadopoulos ist verletzt. Valencia kann ja wieder rein jetzt. Holen wir mal diesen Thiago raus. Der ist ja jetzt wirklich mal unmöglich schlecht. Cemaili oder wie auch immer den heißen mag, Distanzschütze ist er, aber bringt uns alles nichts. Wir müssen diese Leute ja alle verkaufen, ich kann mit denen nichts anfangen. Hoffentlich ist bald mal wieder Transferphase, ich brauche unbedingt neue Spieler. Alaba ist fürs rechte Mittelfeld nicht geschafft, aber El Shaarawy bestimmt geschaffen, meine ich natürlich. Nein, der auch nicht, aber das kann er doch bestimmt genauso gut. Von daher lassen wir ihn dort verweilen. Gargano mit Chigarini im linken Mittelfeld. Ja, das passt soweit. Valencia könnte eigentlich auch mal wieder spielen, aber der ist noch ein bisschen ausgepowert. Santana kann zentrales Mittelfeld ebenfalls nicht spielen. Gargano kann es. Wir starten einfach mal, ist egal. Bei den Gegnern, Abate, die haben Abate. Das ist ein richtig geiler. Der ist ja von Milan wahrscheinlich dann zu denen gekommen. Ich finde den richtig gut. Hab mir auch schon, boah, geiles Ding. Hab mir auch schon überlegt, ob ich nicht den holen soll oder so. Ist ein richtig guter, finde ich. Aber egal, jetzt starten wir erstmal die Partie. Es steht logischerweise 0:0 am Beginn dieser Partie. Oh, wartet, bevor ich hier weitermache. Erstmal Spieleinstellungen, Audio, Kommentar aus. So, passt schon besser. Dann haben wir nämlich keinen Kommentar mehr hier drin. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe schon seit 3 Tagen keinen FIFA mehr gespielt. Ob ich überhaupt noch was drauf habe. Jetzt muss ich mal schauen, was ich hier so spielen lässt. Oh, faul an Dumia, würde ich mal sagen. Gut, dass der einfach so schnell ist. Och, Mist. Es wurde jetzt von sehr vielen gefordert, mach doch mal Weltklasse oder so. Und wenn's, aber der beste Vorschlag, den ich erhalten habe, hieß ungefähr so, mach's auf Weltklasse und wenn du es eben nicht packst, dann machst du wieder auf Profi. Und das finde ich natürlich den logischsten Vorschlag. Der kam auch insgesamt nur einmal. Ansonsten kam oftmals Weltklasse oder Profi Last Profi oder sowas. Aber was auch noch ein schöner war, war dann auch das meistgelikte Kommentar: Mach bitte Weltklasse, Alex. Ich will dich leiden sehen. Also, ja. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ich leide doch hier oft genug unter diesem Einfluss der Gegentore. Aber egal, wir werden jetzt erstmal versuchen, diese Partie hier zu gewinnen. Das ist jetzt noch auf Profi. Schauen wir mal, ob ich das später machen werde. Dumia. Ah, schade. Gargano mit Snet Chigarini war das. Alaba. Veliton. Oh, drüber. Ja, ist klar. Heute bin ich vielleicht etwas verwirrt. Ich bin in der Schule fast eingeschlafen. War ja auch sau interessant. Vor allem Kunst. Das habe ich sogar an meine Pinnwand geschrieben hier bei RR Goldie 1. Kunsttheorie, wie spannend. Spannend wie ein Blatt Papier, ein leeres. Ja, also, ich habe jetzt schon länger eine Aufnahmepause sozusagen gehabt für FIFA. Aber schaue, dass ich jetzt mal ein bisschen was aufnehme und dann habe ich mal wieder was zum Hochladen. Hab ja auch, falls ihr das gesehen habt, jetzt ein NBA-Let's Play. Das könnte vielleicht sogar den einen oder anderen interessieren. Ist ja mal was anderes als immer nur FIFA. Und hab jetzt noch ein anderes Projekt in Planung. Und ich denke mal, das dürfte euch ebenso gefallen oder könnte, könnte euch ebenso gefallen. Was macht Dumbia denn da? Der kämpft sich da durch, aber irgendwie nur so halb. Das könnte euch ebenfalls gefallen, bin ich mal gespannt. Und ja, mehr lässt sich dazu nicht sagen. Erstmal hier will ich jetzt das Tor schießen. Oh Gott, Veliton, das war nicht so gut. Ich muss doch hier irgendwann mal die Chance haben, es 1:0 zu erzielen. Aber die Abwehr steht da hinten gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich sollte jetzt auch mal aufhören, so viel zu labern.
Denn irgendwie rede ich mir schon wieder mal den Mund franselig und mache dabei Fehler, nämlich den falschen Trick. Nani. Oh, Dumbia. Jetzt wollte er einen schönen Trickpass machen und hat ihn zu lasch gemacht. Ja, spring einfach mal rein, Mario Fernandes. Oh, war bestimmt abseits. Ja, war so klar. War zwar nur ein Millimeter, aber ist ja auch egal. Falls ihr es jetzt gemerkt habt, war eine kurze Unterbrechung da drin. Das war einfach so, weil ich jetzt mal kurz auf den Stopp-Knopf gedrückt habe. So wird die Grafikkarte nicht immer ausgelastet. Also das heißt, die überdreht da nicht immer sofort. Das dauert dann immer noch mal ein bisschen, weil da sind manchmal immer so Probleme drin, dass die immer überdreht. Das habt ihr mal gemerkt. Das ist dann nämlich dann, wenn es laggt. Leider kann ich mir erst eine neue Grafikkarte kaufen, wenn... Oh, was macht ihr denn da? Leider kann ich mir erst eine neue Grafikkarte kaufen, wenn ich Geld habe. Aber das, also das ist zwar jetzt nicht der Fall, dass ich es nicht hätte, für sie mir zu kaufen, aber es ist mir jetzt ehrlich gesagt zu teuer, mir jetzt eine Grafikkarte zuzulegen, dann kein Geld mehr zu haben, weil ich warte erstmal noch meinen Geburtstag ab und dann entscheide ich. Ja, bin ich mal gespannt, was das ist, weil ich kaufe mir nicht eine Grafikkarte, wenn ich eine gute habe. Und ich weiß eben nicht, ob sich das dann für mich im Endeffekt lohnt, weil dann müsste ich mir nur um zu Let's Playen ohne Probleme eine neue Grafikkarte kaufen, obwohl alles so gut wie immer auf den höchsten Einstellungen läuft. Und das wäre schon irgendwie doof, fände ich mal. Und wenn es dann nämlich immer noch nicht funktioniert, dann habe ich nämlich gar nichts dabei gewonnen und stehe dann genauso doof da wie vorher. Deswegen erstmal noch schauen, ob ich in nächster Zeit noch ein bisschen mehr Geld zusammenkratzen kann, dass ich das nicht so. Dass ich das nicht so läppert, dass ich dann auf einmal gar kein Geld mehr habe. Und ansonsten heißt erstmal abwarten, ne? Jetzt geh aber ab hier, Velliton. Du bist ja wohl wesentlich schneller. Velliton Dumbia! Schade, da ist auch keiner. Cigarini. Alaba. Oh, mit rechts. Alaba mit rechts. Eigentlich sollte er mit links schießen, aber irgendwie wollte er das gerade nicht. Ach je, Alaba. Alaba, 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 Alaba. Es steht noch 0 zu 0. Ja, bisschen doof. Ah, jetzt aber Veliton. Der ist durch, der ist durch. Das ist immer noch mal schön. Ah, oh, Pfosten, das gibt's ja nicht. Oh nein. Das ist immer wieder schön zu sehen, wenn die Dinger da so schön durchgesteckt werden können. Lassen wir mal, wo haben wir denn El Shaarawy? El Shaarawy, den Eckball schießen. El Shaarawy, da ist. Oh, wer war das? Santa Croce. Warum hat er die Nummer 11? Die Nummer 11 müssen wir wohl einem Stürmer geben. Kann doch nicht sein, dass ein Abwehrspieler die 11 hat. Muss ich noch ändern. Unter Trikotnummern. Oh, Veliton, Mist. El Shaarawy. Oh, jetzt Dumbia. Wo schießt du das Ding hin, Junge? Chorvas im Tor. Dumbia. Schwarze Power. Na gut, man sagt ja eigentlich nicht schwarz. Eigentlich müsste ich dunkelhäutige bzw. stark pigmentierte. Stark. Nee, Power des stark pigmentierten Mannes. Oh Gott. Nee, ich bin ja nicht rassistisch, deswegen muss ich da irgendwie was anderes sagen. Aber ich denke, wenn ich den Begriff Schwarzer benutze, ist das wohl kein Problem. Ja, ist halt seine Hautfarbe von, also zumindest mal dunkelhäutig. Deswegen soll das jetzt nicht, dass ihr jetzt denkt, ich gehöre der braunen Szene an oder sonstigem. Ja, egal. Das war mal wieder zu doof, zu viel gelabert. Oh, Adebayor scheint ein wenig verletzt zu sein. Oh nein, das hindert ihn aber nicht daran, diesen Pass in die Mitte zu spielen, der dann schlussendlich doch nicht das Tor trifft. Also der Pass hätte das Tor sowieso nicht getroffen, aber der Schuss danach vielleicht, eventuell. Ich laber mal wieder einen Müll. Meine Güte. Aber gut, ich habe mich jetzt schon seit 3 Tagen nicht mehr ausgesprochen, habe ausgelabert. Immer wieder kam was dazwischen, keine Zeit zum Let's Playen gehabt. Obwohl ich ja dann zum Glück noch ein paar Videos in petto hatte. Und dieses Video wird jetzt an einem anderen Tag erscheinen, als ich jetzt diese Information rausgebe. Also heute, an dem Tag, wo ich das Video drehe. Oh, du! Da wird YouTube die Abonnenten. Oh! Oh! Mist!
die Abonnenten eingrenzen. Das heißt, sie werden die Inaktiven aussortieren und nur noch die Aktiven anzeigen und dann werden die irgendwie gelöscht, die Inaktiven. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf meine Abonnentenzahl aus. Ich hoffe, dass die nicht unter 1000 rutscht. Das wäre dann nämlich wieder doof. Da hätte ich nämlich die 1000er-Marke nämlich nicht mehr. Na gut, dann müsste ich nämlich ein neues 1000er-Abo-Special machen. Das wäre auch irgendwie komisch. Aber egal, ich lasse mich überraschen. Das wird ja heute noch irgendwann passieren. Bin mal gespannt, was ich dann am Ende für eine Abonnentenzahl noch habe. Ja, dann sehe ich ja wirklich, welche so aktiv sind. Aber ich gehe davon aus, dass YouTube so schlau ist, auch die Aktiven zu löschen. Weil von YouTube kann man so einiges erwarten. Falls ihr da dabei sein solltet, dass ihr irgendwie gelöscht werdet, schaut mal, ob der ob Abonnieren-Button wieder da ist oder ob da steht, ihr hättet mich schon abonniert. Könnt ihr ja mal machen, weil wenn das Video erschienen ist, dann werdet ihr euch das ja wohl gerade anhören und wenn bei euch noch dieser abonniert, oh, jetzt habe ich Lex. Wenn bei euch noch dieser Abonnieren-Button sichtbar ist, dann habt ihr mich noch nicht abonniert und anders habt ihr mich dann eben schon abonniert. Du, jetzt Dumbia. Dumbia. Oh, der ist schon gut reingezogen, der da. Oh, ich habe eine E-Mail. Doch nicht. Schade, jetzt habe ich gerade eine E-Mail bekommen, aber ich habe mich nur geirrt. Das Handy hat wohl doch nicht vibriert. Ja, gut so. Nein. Oh, ich will den Ball wieder haben, Mensch. Ja. Nein, nein, geh doch wieder ran. Jetzt aber, komm, Mario Fernandes, hol dir das Ding, hau ihn weg. Ja, oh nein, doch nicht. Oh, oh, super von Baumann. Hat der das Ding ja gehalten? Schau euch mal diesen Reflex an. Pfuh. Pfeilschnell. Bam. Gut so, Junge. Jetzt ein Pinilla. Mikuli. Miracoli. Veliton. Jetzt kann es ja eigentlich abgehen. Lass Dumbia mal laufen. Jetzt auf geht's, Dumbia. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Nani. Dumbia. Da hätte ich das Ding auch eigentlich direkt rein machen können. Aber nein, ich wollte es ja umständlich machen. Oh, ich darf es nicht immer so umständlich machen. Das gibt's doch nicht. Wir hätten jetzt schon lang das Tor hätten. Wir könnten jetzt schon lang 1 zu 0 führen. Na, lang nicht unbedingt, aber wir hätten jetzt 1 zu 0 führen können. Aber nein, ich wollte das Tor ja besonders schön machen für euch, aber das hat dann wohl noch doch nicht geklappt. Das klappt meistens nur online. Weil da der Spieler wahrscheinlich nicht so doof gewesen wäre. Nani. Dumbia. Veliton. Nani. Jetzt El Shaarawy. El Shaarawy. Oh, was macht der? Habe ich das Ding zu weit nach außen gezogen? Ja, jetzt haben wir ihn wieder. Jetzt Dumbia. Dumbia! Hat er einen Schuss drauf? Das gibt's gar nicht. Ich muss doch mal hier das 1 zu 0 schießen. Was ist denn los? Hör auf, da rumzuspielen, du Sack, du. Ja, jetzt habe ich das Ding. Ja, und jetzt auf Dumbia. Dumbia, dreh dich. Dumbia, dreh dich. Dreh dich, Dumbia. Wie heißt das Spiel nochmal? Dreh dich im. Ne, gibt es da irgend so ein Spielchen, was für kleine Kinder immer war? Dreh dich. Ist doof oder sowas. Oh, faul. Hallo? Was machst du da, Veliton? Oh, so ein Idiot. Der wäre perfekt gewesen. Der springt einfach an dem vorbei, als würde er ihm ausweichen. Oh, und Charavi, was machst du da? Du sollst hier nicht fallen. Du bist kein Torwart. Jetzt müssen wir hinten wieder aufpassen. Oh, Schuss, aber weit, weit. Ganz weit am Tor vorbei. 50-50 Ballbesitz. Eigentlich habe ich doch hier bestimmt 55%. Oh. Ja, Robben weg, genau. Oh, Robben könnten wir auch mal wiederholen. Hol ich mir für Manchester City. Haha, ein Robben. Genau, ich suche ja noch einen offensiven Mittelfeldspieler. Da wäre doch ein Robben eigentlich was ganz Gutes für Manchester City. Oh, jetzt kassieren wir bestimmt das. Ja. War so klar. War so klar. Da habe ich ihn viel zu frei durchlaufen lassen.
Oh, leck. Konnte auch Baumann nichts ausrichten. Das heißt für uns, wir müssen jetzt etwas offensiver stehen. Chouaavi auf Veliton. Veliton Doumbia, Veliton, Veliton. Oleg! Oleg! Geiles Ding. Veliton. Das ging aber schnell. Ein Doppelpass und dann war alles weg. Bam! Und dann geht er auch noch so schön rein. So schnell kann das gehen. Nein. Ach, komm schon. Nein. Weg damit. Gut, Alaba. Komm, das da kannst du auch. Nein, das war falsche Richtung. Ich muss noch diese Richtungslehre machen für das Roulette. Damit ich immer weiß, wann ich in welche Richtung roulettieren muss. Ach, falsche Richtung. Komm, hol dir das Ding nochmal. Wollscheid, Wollscheid. Das gibt's doch nicht. Jetzt hol ich mal den Ball. Oh, jetzt gibt's noch Gelb. Ne, macht er doch nicht. Ja, da ist gerade noch eine Auswechslung, aber in solchen Zeiten kann man dann mal diesen Wechsel durchführen. Jetzt erstmal hoffen, dass wir kein Gegentor kassieren, weil sonst wäre es nämlich nicht so gut. Der Zeitpunkt wäre nicht so günstig. Und auch kein Elfmeter. Oh, Glück gehabt, wieder rausgehauen. Nani auf Doumbia. Doumbia. Nani. Und Veliton. Und dran vorbei. Veliton, Veliton, Veliton. Ah! Mist. Zu fest. Übers Tor, aber naja. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Es sind noch 2 Minuten Spielzeit bis zur 90. Spielminute. Bimmer. Oh, faul. Jetzt auf Nani. Nani. Ja, Nani. 2 zu 1, 90. Minute. Ah, ihr wolltet doch diesen Torjubel gar nicht mehr sehen. Tut mir leid. Habe ich mich jetzt schon mittlerweile daran gewöhnt. Aber ich werde mal nochmal einen anderen machen, ne? Das versichere ich euch jetzt schon. Jetzt haben wir wenigstens noch das 2 zu 1. Das heißt, der Sieg, denke ich mal, am Schluss. Weil ich glaube kaum, dass die jetzt noch hier einmal auf unser Tor zulaufen werden. Weil wir nämlich dann, wenn schon, auf den hier Tor zulaufen werden. Das ist zumindest mal meine Vorstellung vom Spiel. Gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Das schaut nochmal eng aus. Ja, komm, genau. Jetzt auf El Charavi. Da haben wir schon nochmal Platz. Oh, das ist wieder. Nein, der läuft vorbei. Aber Veliton. Ah, läuft auch vorbei. Stellen wir wieder auf ausgeglichen. Was macht er jetzt? Pfeift er ab? Nein, noch nicht. Oh, jetzt schon wieder im Aus. Was hat denn der da bitte schön gemacht? Jetzt aber zu Veliton. Oh, faul. Hallo? Hallo, Schiedsrichter? Schiedsrichter? Gibt's den hier noch? Bist du noch da? Bist du noch da, Junge? Ja, jetzt hat er abgepfiffen. Jetzt hat er abgepfiffen. Er konnte es nicht mehr sehen, wie wir sie gequält haben mit diesen vielen guten Aktionen von uns. Dumbia, Spieler des Tages, 7,6 die Bewertung. Bei den Gegnern, bester Spieler, Balzaretti mit 6,30. Und ansonsten brauchen wir uns nichts mehr anzuschauen. Jetzt gehen wir erstmal ins Menü und dann sehen wir Ansehen. Gestiegen. Wir wollten Ihnen mitteilen, dass die Ihre guten Leistungen der letzten Zeit in der Welt des Fußballs nicht unbemerkt blieben. Aufgrund Ihres Erfolgs konnten Sie Ihren Ruf als Manager verbessern. Das ist doch mal gut zu sehen, gut zu hören, gefällt mir. Ich weiß, dass ich nicht an der Spitze der Hierarchie in dieser Mannschaft stehe, aber ich wäre froh über die Chance auf einen Einsatz. Lorenzo Insigne, das finde ich gut, weil der kann ja im nächsten Spiel mal wieder spielen jetzt. Das Spiel werden wir denn auch irgendwann sehen, und zwar in der nächsten Folge, würde ich mal sagen. Gehen wir erstmal das Let's Play speichern. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, aber wir schauen vorher noch einmal schnell auf die Tabelle, damit die Gemüter nicht erhitzt bleiben, und jeder denkt, oh, zeig doch mal die Tabelle. Und da sehen wir sie hier. 5 Punkte Rückstand haben wir nach zuletzt, ich glaube 9 sogar. Passt doch eigentlich noch ganz gut, das kriegen wir auch hin. Die werden wir noch überholen. Die haben die meisten Tore von allen, aber auch dafür ziemlich viele Gegentore.
Und ich denke, ich kann jetzt auch mal aufhören zu reden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Alex, Dumbia, Nani und Veliton. Auf Wiedersehen und tschüss.